Noch zweimal 90 Minuten, noch zweimal alles geben. Mindestens. Der HSV kennt diese Situation bestens. Am Abgrund, kurz vor dem Gang in die Zweitklassigkeit zu stehen. Lockerheit, Zuversicht und Mut beim HSV dringend gebraucht. Diese Dinge, die dir dann natürlich fehlen, wenn du dich zu sehr vom Druck der Druck auf den Schultern lastet und so weiter. Deswegen werden wir da sicherlich drüber sprechen, aber das Thema auch nicht größer machen, als es ist. Ne? Eine Extremsituation, die Trainer Markus Gisdol versucht kleiner zu reden, als sie tatsächlich ist. Zum Schluss ist es trotzdem Sport und es ist die schönste Sache, Nebensache der Welt. Ja, und deswegen muss man das immer wieder auch richtig einordnen. Das hilft manchmal. Im so wichtigen Spiel auf Schalke hilft dem HSV aber nur ein Sieg. 3 Punkte müssen her, egal wie. Überlebenskampf pur. Ein Vorteil für die Hamburger, wenn man es denn so ausdrücken will, dann der, dass das Team schon die ganze Saison im Tabellenkeller feststeckt. Irgendwie nimmt die Lebensqualität extrem ab, wenn du in so einer Situation bist. Aber wir befinden uns ja irgendwie seit 26. September, seitdem ich hier bin, in dieser Phase. Deswegen sind wir es irgendwo gewohnt. Es spitzt sich natürlich jetzt dann trotzdem noch einmal zu in den letzten beiden Partien. Aber es kann uns schon auch helfen, dass man weiß, wie man mit dieser Situation umgeht und wie man sie vor allen Dingen auch erfolgreich meistern kann. Gegen Mainz zeigte die Mannschaft jedoch auf negative Art eindrucksvoll, dass sie genau dieses Nervenkostüm nicht hatte. Aber was hat denn eigentlich Mainz gemacht? Ja, die haben genau den gleichen Scheißfußball gespielt wie mir. Ja, das war ein beschissener Fußball, da brauchen wir uns doch gar nichts vormachen. Das war nur davon geprägt, Fehler zu vermeiden. Ob der HSV gegen Schalke eine deutliche Leistungssteigerung zeigen kann, ist ein großes Fragezeichen. Sie muss, ohne Wenn und Aber. Und der Trainer, was soll er auch anderes sagen, glaubt daran. Ich bin sicher, die nächsten Spiele werden anders. Ja, wir werden wieder in der Richtung mehr Qualität auf dem Platz sehen von unserer Seite, weil die Konstellationen auch andere sind. Das war außergewöhnlich. Lockerheit, Zuversicht, Mut. Dringend gesucht und gebraucht. Sonst rückt das in Hamburg schon bekannte Horrorszenario zweite Liga immer näher.